Ja, hallo und willkommen zurück bei Mass Effect. Wir haben ja in der letzten Folge ja diese Überlebensmission gespielt und waren so lange dort drin beschäftigt, dass uns glatt unsere komplette Karte abgeschmiert ist. Irgendwie. Ach so, können wir ja hier nicht wählen, weil wir hier alleine sind. Ja, hat uns ein bisschen erwischt gehabt. Was soll's? Was soll's? Wir haben ja eigentlich alles geschafft. Ich würde auch nicht sagen, dass wir irgendwie. Ja, Überleben hatten wir. Leider ist ja uns ja vorher das Spiel abgeschmiert. Ich werde das jetzt nicht nochmal machen, weil wir haben wirklich die ganze Folge drin, ja, drin überlebt. Das muss ja nicht unnötig sein. Entsprechend gucken wir einfach mal hier, was es sonst noch so gibt. Rangliste, Shepard, Kampf auf dem Lagerhaus. Ja, sieht gut aus. Das können wir aber beim nächsten Mal oder können wir irgendwann mal wiederholen. Auf jeden Fall war es jetzt erstmal genug. Wir gehen erstmal wieder. Genug Spaß gehabt, wie es so schön heißt. So, wir schauen mal hier. Hallo. Auf Wiedersehen. So. Wir werden uns jetzt einfach erstmal wieder zurückgeben, begeben und mal wieder ein paar normale Missionen machen. Man muss es ja nicht übertreiben. Also runter von der Pinnacle Station und wieder rauf. Gegen echte Gegner, nicht nur gegen Simulationen. Das ist besser. Ja, verlassen. Wunderbar. Dann gucken wir mal. Halt. Hier, M. Und zurück. Und nochmal zurück. Hier waren wir hier schon, Antiochytra. Ich guck mal hin. Weil wenn wir hier noch nicht waren, dann also auf der Pinnacle Station waren wir vielleicht hier auch auf Hydra noch nicht. Schauen wir mal. Da ist Syba. Syba ist zum Erkunden bereit. Wir waren hier definitiv noch nicht. Helium 3 haben wir entdeckt. Nehmen wir mit. Hier, denn hier auf Teja oder Teja. Okay, hopp. Weil war mal los. Nein, da hat gibt's nichts. Was gibt's hier auf? Neuer Nachrichteneingang. Aha. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argus Rot. Wiederhole. Argus Rot. Aha. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Machen wir glatt. Offensichtlich ist das hier. Wir schauen mal, ob wir sie hier finden. Weil normalerweise kommt das ja nicht nur zufälligerweise hier. So, wir nehmen unsere beiden Lieblings-Teammitglieder wieder mit. Zack, ab geht's. Und lumm. Ja, hier ist etwas warm. Hoffentlich schmelzen uns die Reifen nicht weg. Wir gucken uns mal an. Hier hätten wir das Transponder-Signal. Gucken wir da mal hin. Gefahrenstufe 2, das heißt, wir sollten wir uns nicht immer so unbenötigt lang außerhalb des Mekos begeben. Schon allein, wie gesagt, damit uns nichts wegschmilzt. Aber Rohstoffe gibt es hier auch. Die holen wir uns natürlich mit. Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Dass man immer auf solche Berge klettern muss, wenn man irgendwelche Rohstoffe haben will. Ah, da unten haben wir das schon. Wow. Mal ein schöner Blick auf unsere Reifen. Was war das? Ein Mega-Jump. So, gleich nochmal ansetzen und ab. Ich will nicht zu weit wegparken, nicht, dass es uns erwischt. So, Astoriumvorkommen nehmen wir natürlich mit. Wunderbar, und zwar ein großes Thoriumvorkommen. Juhu! So, draußen ist ziemlich warm. Schnell wieder die ja, Klimaanlage aktivieren ins Da ist Auto. das Wrack. Aber ich sehe keine Überlebenden. Vorsicht, Shepard! Ich habe ein ganz Geht! Das ist eine Falle! Das war so klar. Sowas. Da
haben wir auch noch einen. So, den treffe ich wenigstens. Diesen Raketenschützen auch. Au, der hat nochmal getroffen, aber das macht nichts. Naja, jedenfalls haben wir die Gate ausgeschaltet. Gucken mal. Ist da noch was? Das Ding war wirklich nur eine Falle. Also, als Schiff würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen, was hier runtergekommen ist. Das war eine kleine Sonde. So, na gut, dann schauen wir uns diese Trümmer oder was auch immer das war noch an. Vermutlich noch ein paar Rohstoffe oder sowas. Dann gucken wir mal. Dass die uns aber auch überall hin verfolgen, auf jeden kleinen Fitzelplaneten, die sie geht, schon schlimm. Wir werden denen wahrscheinlich mehr Ärger machen, als sie glauben. Oder als sie vermuten. Vermutet haben. Na, umso besser. Geht's, den geht wenigstens an den Kragen. Je mehr geht wir ausschalten, desto ja, mehr können uns in den Hauptmissionen nicht ja, über den Weg laufen. Ist ja nicht so, dass die irgendwie zufälligerweise gespawnt werden. Nein, das sind ja Gegner, die irgendwann erstmal in einer Halle produziert werden müssen. So ist das wirklich. Ich schwör's. Wow. So, wir nähern uns dem nächsten Ding. Hier ist es auch ziemlich dunkel, könnte mal die Sonne aufgehen. Dafür, dass es hier so heiß auf diesem Planeten ist, ist es doch verdammt dunkel. Da unten haben wir die nächsten Trümmer. Die nächste Sonde. Schauen wir mal, was gibt's hier. Manuell kurz schließen. Schauen, was wir finden können. Aber natürlich nichts, wenn wir nicht richtig kurz schließen. Oh, das war zu früh. Schon wieder zu früh. Dann eben mit Medikill Manu. So, haben wir alles. Eins und dann hier drüben gibt es nochmal eine Anomalie. Diese Anomalie schauen wir uns mal an. Hier entlang. Heiße Sache hier, wirklich heiße Sache. Vielleicht noch ein kleiner junger Planet oder Mond. Habe ich gar nicht gelesen, ob das ein Mond oder ein Planet ist, aber ich glaube Planet, der noch in der Entstehungsphase ist, so heiß wie hier alles ist. Ja, kaum zu glauben, auf unserer Erde sah es manchmal nicht anders aus, nur dass da manchmal ein bisschen mehr Lava geflossen ist. Denkt man gar nicht. Unsere schöne Erde, dass die früher mal so in der Form ausgesehen haben könnte, steht sich, könnte, ist schon eine ganz merkwürdige, klemmende Sache. So, da geht's lang. Jawohl, Ziel scheint bald in Nähe zu sein. Bitte lass mich jetzt nicht noch den ganzen Berg darauf müssen. Schaut aber so aus. Naja, was soll's. Das Schöne ist, weil, oder das Schlimme ist, dass das hier so dunkel ist und der Hintergrund etwa genau dieselbe Farbe hat wie der Vordergrund, dass du gar nicht genau weißt, wo du langfahren musst. Da haben wir was. Was ist denn das? Eine turianische Leiche. Naja, dann gucken wir mal, was das für eine turianische Leiche ist. Uah. Oh, das war knapp. Turianische Insignien gefunden. Mhm, gut. An Bord. Und auch ganz an Bord an dir hier auf die Normandie wieder zurück. Wunderbar. Weiter geht's. Schauen wir mal, wo wir das jetzt hinbekommen. Hier waren wir. Jetzt gefahrt, Stufe 2 hatten wir. Kanrum hatten wir, glaube ich, noch nicht angeschaut. Ja, den erkunden wir mal. Noch ein paar turianische Insignien. Wir scheinen in der Nähe eines turianischen Systems gewesen zu sein. Okay, Hydra ist erledigt. Dann gibt es eigentlich nur noch Noveria. Noveria schon wieder. Ah, nee, brauchen wir ja nicht hin. Die Citadel und Feros. Ah, das Gamma waren wir schon, ne? Ich guck einfach mal hin. Plutus, Antaneus, mal schauen, ob mir irgendwas bekannt vorkommt. Nicht wirklich. Wir reisen mal hierher. Wir gucken uns mal an. Wenn wir hier schon waren, da sehen wir das ja, über die ersten Systeme erobern, nicht erkunden und sehen, dass da nichts ist. Dann können wir da auch direkt weiterlesen.
Magneto sagt mir jetzt auch nichts. Erkunden. Ne, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Also machen wir Hades Gamma auch noch. Vollständig. Nein. Was ist das? Ein schöner blauer Planet. Eine Hitzegefahr gibt es aber auch. Mhm. Ich guck mal runter. Schauen, was es Schönes gibt. Das übliche Team. Annehmen. Und abwärts. War da gerade was? Ich hab... Denkt man gar nicht, dass es hier auch wieder heiß sein soll. So, hier entlang. Aber hier ist nicht ganz so heiß wie auf dem letzten Planeten. Hier ist nur Gefahrenstufe 1. Obwohl auch hier der Boden leicht glüht. Schöne Sonne. Schöner Sonnenaufgang, muss man sagen. Dafür, dass es hier so ungemütlich aussieht. Ist natürlich warm, aber naja, was soll's. So, gucken wir mal. Hier gibt es tatsächlich eine kleine Station. Hier hat sich einer eingenistet. Kleines Shuttle. Ein paar kleine Leichen, wie überall. Aha, als ich da... Matriarchen-Inschriften. Diese beiden haben sich wahrscheinlich selbst abgeknallt gegenseitig, weil sie an die Kiste wollten. Hm. Ich bin hier. Das ist typisch gierig. Ich hoffe mal, das kommt nicht immer vor. So, wir sollten schnell wieder an Bord, weil unsere Anzeige steigt schon wieder mal. Zack, Zielort. Hier entlang. Also ich muss sagen... Ich finde den Planeten, auch wenn er wie gesagt trostlos ist, schon allein von dieser Sonnenuntergang, der entschädigt für einiges hier. Muss man sagen, wie es ist. Wow. So, hier entlang. Hier hinten müsste dann irgendwann auch das sein, was ich suche. Nämlich haben wir es da. Ein paar Trümmer einer Sonde. Gucken wir mal. Hopp. Ja, ich steige ja jetzt erst aus. So, hopp. Manuell kurz schließen. Ach du Reihe eben, Kleister. Soll man da manuell durchkommen? Das ist doch fast unmöglich. Wenn ich schon bei leichten Sachen abkriege. Ja, das war klar. Mit Medigel, Protonenladung, Medizininterface und Poloniummunition. Dann hätten wir hier noch was. Einen Warlord-Außenposten. Na, den Außenposten, den werden wir mal eben ausheben. Von einem Kriegsherren. Nix da. Ich mag keine Kriege, also führen wir auch keine. So. Nur, dass das gleich mal klar ist. Hier entlang. Und hepp. Lalalala. Der Weg ist jetzt etwas länger, aber scheinbar ist der ganz gut, ja, wollte gerade sagen, ganz gut zu bereisen. Kann mich nicht beschweren. Bis dahin ist es kein Problem. Ich sehe da keine größeren, ja, Unebenheiten. Also das kleine Hügelchen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Tal dazwischen war. Das werden wir jetzt gleich sehen. Aber ich denke, das, ja, überbrücken wir auch noch ganz schnell. Da sind noch mal ein paar Rohstoffe unterwegs. Die nehmen wir natürlich mit. Wenn sie schon mal da sind. War doch ein kleines Tal. Da unten, zack. Und hopp. Und aussteigen und das Samarium mitnehmen. So, hopp, hopp, hopp. Aber, jetzt. Na, siehst du, hier doch. Großes Samarium-Vorkommen entdeckt. Und hier hoch. Hepp. Lalalala, ein Warlord aus dem Posten. Ich sehe allerdings keine Warlords. Und draußen scheint auch keiner zu sein. Diese, ja, Fahrzeuge sind, wollte gerade sagen, unbewaffnet. Unbewaffnet sind sie nicht, aber unbesetzt. Gucken wir mal rein. Scheinbar geht's hier nicht rein. Habe ich mich geirrt? Geht's hier nicht rein? Na sowas. War ich hier schon? Ja,
Und selbst dann müsste ich ja hier reinkommen. Hm. Vielleicht hatten wir auch einfach die Mission noch nicht. Das kann natürlich sein. In dem Fall würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ich werde mich nochmal auf die Normandie zurückziehen und hier, wie gesagt, die Folge beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.